Sie sehen das Grußwort von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das internationale Trickfilmfestival Stuttgart flimmert dieses Jahr ja zum 20. Mal über die Leinwände und bietet den Bürgern eine Fülle von wunderbaren Möglichkeiten. Jetzt kann man sich ja einfach hier ein paar Tage ins Kino setzen oder raus auf den Schlossplatz. Aber man könnte auch selber bei dem Festival mitmachen im Sinne einer vernünftigen Bürgermitbeteiligung. Hier stehen wir vor keinen großen Aufgaben. Meine Frau zum Beispiel malt während dem Telefonieren, wenn's langweilig ist, immer so lustige Figierle auf ein Blättle. Jetzt tut man die Zettel normalerweise ja wegschmeißen, so einmal in der Woche. Ich habe die jetzt einfach mal aufgehoben und zu einem Daumenkino zusammengepeppt. Und das Größte ist, wenn ich das Daumenkino abends vor dem Einschlafen nochmal durchschnettern lasse, dann sehe ich jedes Mal etwas ganz anderes. Einmal habe ich da eine kleine Biene gesehen mit blonden Lockenhaaren in einem unbekannten Land. Oder gestern Abend, da waren es ein Aff und ein Pferd und die haben beide Schwäbisch geschwätzt. Wir gehen also kraftvoll in ein Zeitalter, wo sich das Telefonbänkle bei uns daheim zu einem bedeutenden Trickfilmstandort entwickelt. Aber es gibt nochmal etwas, was jeder Bürger selber machen kann. Der alte schwarz-weiße King Kong-Film ist ja mit einer Technik namens Stop Motion gemacht worden und ich werde Ihnen jetzt einfach geschwind erklären, wie das überhaupt funktioniert. Ich war die Woche nach dem Landtag noch geschwind abends im Supermarkt ein Spielmittel kaufen. Da war vor mir eine Frau mit Einkaufswagen. Und die hat den ganzen Gang blockiert, dann ist sie mal gefahren, mal stehen geblieben, wieder gefahren, stehen geblieben, immer abwechselnd. Und das ist also genau, was man Stop-Motion-Technik nennt. Man sieht also, dass Bürgermitbeteiligung auch im Trickfilmbereich nicht schwer ist. Malen Sie einfach etwas vielleicht auf einen Einkaufszettel und dann kommt mit der Stop-Motion-Technik schon Bewegung rein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alle ein wunderbares 20. Internationales Trickfilmfestival Stuttgart. Das war's Grußwort von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.